Tschüsschen. 27! Hi Leute, herzlich willkommen bei Tizi Schubech! Und wir kommen heute zu einem Random Icon. SBB gegen die Heckschleuder persönlich Tobago. Was geht ab? Schubech! Warte Jungs, ihr habt vergessen abzuzählen. Letztes Mal haben wir doch so gemacht. 3, 2, 1. Servus Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Tizi. Freut mich, dass ich hier bin und Cousins, ihr habt Bock auf das Video. So sieht's aus. Heute steht Quattro gegen Heckschleuder, ne? Heute steht Quattro gegen Heckschleuder. Wir hatten es ja schon im Eligella Cup, das Duell. Ist 1-1 ausgegangen, die Quattro gegen Heckschleuder. Hast du dein, Heckschleider, hat die in X3? Hast du ein X3? Ja, die haben ein X3. Ich drifte die ganze Zeit rum auf den Straßen in München. Ne? Beim guten Tobago haben wir natürlich auch eine Folge aufgenommen. Checkt den aus, die ist ganz oben verlinkt. Je nachdem, wenn wir verlieren, dann ist nicht mehr oben verlinkt. Dann machen wir es ganz runter. Dann ist er auch zensiert in dem Video. Genau, wir machen es jetzt so. Aufstellung haben wir schon gemacht. Ne? Wir gehen jetzt auf den Transfermarkt. Die Icon, die wir dort erraten oder dem anderen zulosen, die muss im Sturm gespielt werden. Egal ob Torwart, IV, LV, RV, ZM, ZOM, LMR, genau, MLF, wir spielen RF, im rechten Sturm, Torwart spielt ZM, IV. Hopp, halt die Schnauze. Also, wie viel Daumen nach oben wollen wir für so eine Heckschleuder? Wie viel PS hat der Heckschleuder? 510. 51.000 Likes. 51.000 Likes für die Heckschleuder. Was? 510? Ja, normal. Krank. Dann hast du aktuell sogar hier in der Aufnahme am meisten PS. Krank. Ich hab 507. Ich hab 507. Was? Ich hab nur 400. Was ist denn da los? Ja. Geh mal weg. Da seht ihr wieder Großverdiener hier. Wir sind wenigstens im Club der 500, aber 400? Bald komme ich mit 650. Ja. Ey, ich komme euch besuchen, dann machen wir eine kleine Rundfahrt. Ja, komm vorbei. Ja. Okay, ich gehe jetzt auf den Transfermarkt. So, wir sind jetzt drauf. Du sagst jetzt, welche Seite und welche Nummer davon. Okay, ich sage bei euch, nehme ich die Nummer 4. Seite 4, Nummer 7. 4, Nummer Seite 7. Seite 4, 7. Ganz kreativ. Ja, 1, 2, 3, 4. Das sind meine 5, zwei Glückszahlen. Da ist sogar Stürmer. Nein. Die müssen wir aber jetzt so nicht kaufen, ne? Aber ja. Also, ich kaufe jetzt den Spieler, es ist eigentlich kein Stürmer. Sagen wir, was wir haben? Nee, oder? Überrascht mich. Okay, Tobago, dann... Darf okay. ich ihm geben? Ja, du darfst natürlich. Wie so ein kleines Kind, darf ich ihm geben? Können wir? Tobago. Ja, bitte, Meister. Dann hätte ich gern die Seite 6, die Nummer 6. Digga, die Heckschleuder wird gleich so zurückkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal. Hey, was mache ich aber? Wir dürfen ja eine zweite Icon spielen, gell? Diese Icon, die ich jetzt bekomme von euch, die habe ich schon in meinem Team eingebaut. Das ist voll random vor allem, weil es so eine random Icon ist. Das ist random. Dann musst du was anderes dann sagen. Dann nimm von der Seite 8 die 6. Okay, wir gehen auf die 8. 3, 4, 5. Du drückst ihn dann wieder auf die Heckschleuder. Egal, kann er Heckschleudern? Nee, kann er nicht, schade. Naja, schwierig. So, bevor das Video startet, bei unserem Partner Level Up startet die Black Week. Die geht von heute 18 Uhr bis zum 2.12. um 23.59 Uhr. Dort erwarten euch diese drei neuen Geschmäcker plus weitere neue Geschmäcker. Da kann Timo mal kurz was zu den Geschmäckern sagen. Wir haben Galaxy Boom, Error 404 und Nuclear Dragon. Und das Geile ist, Freunde, es gibt eine 2-für-1-Aktion oder 4-für-2-Aktion oder 6-für-3 oder 8-für-4. Genau, mit unserem Code TZ2 könnt ihr daran teilnehmen. Plus, wenn ihr einen Bestellwert von 75 Euro habt, gibt es nochmal eine Dose gratis obendrauf. Es lohnt sich, wenn ihr euch mit Level Up eindecken wollt, dann ist die Woche genau richtig für euch. Denkt dran, Code TZ2 Merch, und rein da. Merch, Shaker, alles ist reduziert wie zu Black Friday. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Link in der Videobeschreibung und los. Jetzt wird Tabak zerstört. So, Heckschleuder. Okay. Wer fangt an? Wer zeigt denn rein? Wir halten rein. Okay, ihr haltet rein. Ich fange an mit dem rechten Stürmer. Und ich habe für meine Heckschleuder von dem Sturm habe ich was Spezielles vorbereitet. Ich muss hier irgendwie aktivieren den Schleuderer. Und das ist Cristiano Ronaldo, POTM. Und links Mittelfeld ist die Icon, die ihr mir eigentlich gegeben habt, bei dem Transfermarkt suchen. Nedved mit Icon. Beruhig dich mal, Bruder, was ist denn da los? Alter. Langsam, du scheiß Rang 1 Schwitzer, Alter. Fahren wir einen Gang zurück. Wahrscheinlich Rang 1, gell, Digga, ich bin so gespannt. Wir hatten Schuka und Kostic mal aufgeschrieben gehabt. Ich stell mal vorne einfach eine Icon rein. Ja, ich mach eine rein. Ja, ich dachte so ein bisschen Chewape, gell? Okay. Dann ist Chewape! Also, wir spielen. Muss er auf die andere Seite? Nee, RM und ST. Bei uns ist es ja umgedreht. Er hat sie auf der anderen Seite gehabt. Wir spielen rechts Gnabry und vorne im Sturm steht auch eine Icon, sie nennt sich Pelé. Was? Welchen Pelé habt ihr genommen?
Baby? 95er, Alter. Der hat die Heckschleuder auseinanderbaut, Alter. Sag ich dir, wie es ist. Wer wird so deine Heckschleuder auseinanderbauen? Bruder, wer, habt ihr beide so dicke Eier? Oder? Egal. Ich hab den Belay. Wir haben gemerkt, dass du warst halt so gut. Wen hast du? Den Belay und Depay. Ah, stark. Gut, süß. Stark. Gut, dann kommen wir jetzt zum Mittelfeld. Wer hält denn zuerst rein? Du musst ansagen, Timo. Ich hab... Diesmal ist Heckschleuderle, oder? Heckschleuderle okay. Hält rein. Heckschleuderle okay. Fängt an. Und ist drin. Ja, ganz ehrlich, in letzter Zeit haben wir in SPBs, egal ob wir die Teams gut oder schlecht bauen, es wird irgendwie immer erraten, ne? Also, soll ich erst reinstellen und dann sagen? Ja, bitte. Ich stelle erst rein ich und sage es. Ich glaube, wir können dann wieder ziemlich ausbauen. Ich stelle erst rein und dann sage was. Von links nach rechts haben wir Vinicius, Casemiro und Goretzka. Yippie! Erster Brosse. Heckschleuder zugeschlagen. Leute, euer Goretzka kann baden gehen. Ich habe Bamba, ja, Goretzka und Hey Arno. Oh, dann ist aber... Ist auch okay. Hätte aber auch ein Kimmich sein können. Warum komme ich jetzt wieder auf Goretzka? Was ist das? Ja, ich dachte mir, ihr geht so was schon mit einem breiteren Spiel. Ich dachte bestimmt gesehen, dass wir gezogen haben. Ich aktiviere natürlich meinen Bronzetorwart in dem Mittelfeld. Das ist super. Pass auf, rechts Mittelfeld. Ich glaube, bei der FGU-Aufnahme hat er euch hoffentlich schon mal ein bisschen geärgert. Das ist der Cole, meine Hero-Karte. Will unbedingt spielen, weil der ist echt stark, glaube ich. Und dann habe ich im Mittelfeld auf der anderen Seite diesen Tchouaméni, Team of the Week, der absolut overpowered ist. Und links. N'Golo Kanté. Ach du Scheiße. Scheiße, wie schlecht. Wir haben noch überlegt mit Kanté und dachte, nein. Wen hat er da jetzt nochmal links stehen? Diesen T-C-H. Ja. Ach, den hier, ne? Ja. Aber rechts hatten wir Cole tatsächlich auf dem Schirm, ne? Ja, den kannst du rausmachen. Also eine Hero-Karte zu treffen ist auch schon wild, muss man schon sagen, ne? Digga, als ob ihr Cole wirklich aufgeschrieben habt auch. Ja, natürlich. Wir hatten es auch vorher noch drüber. Und dann kam ein Simon, kleiner Blitz, dass ein Tobago gestern oder vorgestern noch gefragt hat, ja, Männers, wie sieht's denn aus? Darf die Heckschleuder auch noch Hero mit dazu stellen? Ah ja, und da würde ich auch sagen, machen wir mal einen Torwart. Ja, der macht nämlich dann alles kaputt. Da ist ja noch Ronaldo über die Seite, ne? Da machen wir mal schöne... Super, Jungs, ich danke euch, gell? Ragazzi. Dankeschön. Okay, gut, dann kommen wir zum Außenverteidiger. Kommt Simon, halten wir rein, oder? Ja, ich halte rein. Let's go. Pass auf, Freunde, Linksverteidiger. Da habe ich, wenn ihr den habt, dann fresse ich nicht nur einen Besen, weil da steht ein Mann aus Tschechien. Der ist absolut random, ist mein Dorn im Team, aber guter Mann, Brüll, nee, wie heißt der? Burren. Und Rechtsverteidiger in Form Reece James. Kurz und knackig. Digga, Simon, du bist eine Maschine. Nein. James kann auch Bahn geben. Wie heißt der andere Mann? Der heißt... Also ich hab's heute, oder? Ach so, Boril. Was ist Goril? Boril mit B. B-O-R-I-L. Da brauchst du ja noch einen Franzose jetzt, ne? Sind wir uns ja einig, ja, ne? Ja, wir sind uns aber... Ja, ich... Ja. Dann, Jungs, ihr seid dran. Ich muss euch jetzt was wegschnappen, weil das geht so nicht weiter. Nee, wusste er ja vorher noch nicht. Links steht bei uns. Okay, er geht nach rechts. Ich hab Angst, warte. Rechts steht ein Benny. Hast du einen Benny? Ja, hab ich. Ist wirklich? Ja, ich hab einen Benny. Aber nicht der Henrich. Schade. Ja, sehr gut. Und links kommt eine Kanallegende zum Einsatz, Marcelo. Ah, Menschenskinder. Ich habe Lodi und Mukiele, dürft ihr beide behalten. Juhu. Okay, the last but not least, three position Jonas. Ach Gott, das ist ein Eigentor gebaut, ne? Ach, Scheiße. Da werde ich die Heckschleuder ins Hopfen nehmen. Jungs, ich habe 3 Kammer mehr auf dem Straßen. Wir sehen uns gleich. Okay, halten wir doch rein, oder? Halten wir rein. Ja. Okay, pass auf. Ich hatte einen guten Lauf, sagt man es mal so. Das stimmt, ihr habt schon 2 Spieler getroffen. Ich habe eine kleine Überraschung. Ihr habt ja gesagt, so Franzose, bla bla. Aber ich habe Douye, Zaleta Char, roter Inform. Dann habe ich daneben Kimpembe, ja, scheiße, Franzose. Und im Tor gehe ich mit Mondondo. Le Normand und Titi und Ter Stegen. Laber nicht. War eng, ne? Das war sehr, sehr eng. Ja, aber so gibt's aber so viele Möglichkeiten. Da gibt's so viele Möglichkeiten. Okay. Dann hast du drin das Board. Ich hab drin das Board und ich hab übrigens einen Crown in der Innenverteidigung. Es wird schwierig gegen den. Wir spielen. Warte, ich stell sie erst wieder rein und dann sag ich's dir. Könnte, ich weiß, nee, hast du aber nicht. Cordoba, Tomori und Handanovic. Nein. Ich hab einen italienischen Torhüter aus der Serie A. Ja. Ich hab Chesney, falsch reingestellt. Rüdiger und Varane. Ja, haben wir jetzt einen Fehler gemacht? Haben wir jetzt einen falschen reingestellt vorhin beim Bauen? Ich glaube ja. Ja. So, also, jetzt nochmal, Kollegis, ne? Was hast du aufgeschrieben, Tobago? Rüdiger, Varane, Chesney, genau. Ja, okay. Aber wir hatten Freestyle. Hier Cordoba, Tomori und Magnon. Wir haben noch falsche Screenshot hier oben. Gut, super. Aber hätte er nicht getroffen, wäre er jetzt draufgestanden, wäre er baden gegangen. Genau, so sieht's aus. Richtig. So, gut, treffen wir uns im Game. So, machen wir's. Bis gleich, Männer, ich bin ready. Ich bin rausgegangen. Das erinnert mich, das Quitten erinnert. Ich bin gespannt, was für ein Icon überhaupt da vorne hat. Stimmt, ich auch. Ah, stimmt, ihr habt ja auch Essien. Oh. Wen hast denn du bekommen? Lautrup. Aber Lautrup ist okay. Ja, er kann schießen, weißt du, er ist offensiv. Oh, kacke, warte mal, drück mal bei mir drauf, unter, auf dem Monitor. Warte, wir sind kurz, unser Monitor schaltet sich sonst ab. Okay, ja, geht weiter. Ja, perfekt, Digga.
Vielleicht auch mal schießen, ne? Ja, chill. Das ist der Boss, Mann. Setz unter Druck. Heckschleuder. Oh. Hör, was ist das? Nein. Wo fährst du hin? Ja, das war Cordoba. Ich muss Time Finishing anmachen. Ich hab's ausgestellt vor Frust. Das war der Torwart? Doch, der Gary. Haben wir zwei? Heckschleuder. Nee. Ach, die Heckschleuder. Was? Was? Ich hab schon aber noch immer. Was soll ich denn machen, Digga? Da kannst du nichts machen. Ist niemand mein. Ich glaube. Boah, ist schwer, die Kassel. Doch, in der Mitte, wenn ein Torwart steht, hat auch den Pass gespielt, hatte. Fuck. Gegen euch mache ich immer extra mehr Heckschleuder, weil ihr mich immer so nennt. Ich habe keinen Ballbesitz drin, das ist das Problem, weißt du? Da kann ich meine Seite wechseln, wenn ich spiele. Krieg ich keinen Ballbesitz drin? Dann musst du es mir halt einstellen, aber dann müssen wir es immer umstellen, deswegen spiele ich immer so. Wow. Ich bin. Genau deswegen habe ich es ausgestellt, Jungs. Scheiße, Mann. Naja, das ist, weil du halt einfach kein Quattro hast, ne? Da ist aber das Problem, dass du auch mal vorne im 16er rutscht. Eigentlich so viel Shisha-Raucher heute. Zeig ich doch wieder am Schnorchel. Von lauter ja, sehr gut. Die Stress-Shisha. Bitte helfen. Sehr gut, sehr gut. Das ist ein. Ja! Ja! Das ist mein Kroate! Rot! Hey. Rot! Nein! Was? Ja, Chihuahua geht später auf meinen Nacken. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der keine Fleisch nehmen kann. Ja, Pelé, danke. Danke fürs Gespräch, Pelé. Was war das denn? Ich dachte, Pelé ist nach vorne. Ja, auf dem hat gar nichts gemacht. Den sieht man gar nicht auf dem Platz. Wo rennt denn der rum? Oh ja, Marcelo, so. Der ist auch in Jahre gekommen, aber der nervt mich da hinten. Marcelo ist aber irgendwie gut, ne? Ja, auch wenn du in der WL gegen den spielst, der ist irgendwie krank. Scheiß Kimbembe. Nein! Ja! Es ja. Ist Junge! Haut er denn den rein? Digga! Hey. Hä, wie haut er den rein? Was macht mein Keeper? Der ist echt gut. Mein Keeper war gerade gefühlt 61 im Tor. Ja, 62 Schuss. Ah, ah. Oh, was? Dann. Scheiße, stark, stark. Jetzt muss aber ich ein bisschen reinkommen, ne? Ja, oh, Schleuder war schwer, Digga. Da guck geschleudert da vorne. Jetzt muss ich da ein bisschen reinkommen ins Ding. Nein. Schön gemacht. Zum Glück. Ja! Da bist du doch, Junge! Stark gemacht. Der Topstürmer ist verpflichtet. Ja, ich dachte, ihr habt schon den Schuss gechoked, aber dann habt ihr den reingefischt, ey. Oh nein, oh nein. Nein. Todesteufel, wenn der ich hasse mein Leben. Was machst du denn aber auch? Stark. Oh. Schau mal, hätte ich keinen Time Finish, hätte ich ein, zwei Tore mehr gemacht, theoretisch. Safe. GG, Jungs. GG. GG. Safe, allein gegen mich in der ersten Halbzeit. Ich bin ja komplett da untergetaucht. Ey, ohne Spaß, ich mach Time Finishing wieder aus. Der Steven war viel zu klein gefühlt, da war der nichts abgedeckt. Digga, es ist Script. Das ist wirklich mies, ne? Was denn? Wir gucken uns das gerade nochmal an. Mann, dann da klappt die Hand weg. Es das klappt Ding einfach reingeht. Die Hand Nein. weg, Digga, nach unten. No. Ehrlich? Oh ja. I love this game. I love this game. I very love this game. Ey Jungs, ich habe umgestellt. Ihr dürft durchschießen. Wir haben einen Pick. Yes, yes, yes. Ich sag dir, was ist? Ich habe aktuell einen Favorit auf LZM oder auf Torwart. Ist aktuell mein Favorit. So, kannst du mir so ein bisschen Feedback geben, so was LZM bei dir abgeht und torwartmäßig? Was ist, Simon, hat Simon vielleicht einen anderen Favoriten? Nee, also ich sag dir, was ist, wir nehmen den rechten Stürmer. Oh, ihr Wichser, ihr habt sogar was anderes genommen. Solche zwei Schlingel. Ja, linker ZM wäre nichts gewesen, Torwart wäre auch nichts gewesen und rechts, ihr habt Kimpembe getroffen. Den kann ich einfach so weghauen, der ist untrade. Wo war Ronaldo? Ronaldo war rechter Innenverteidiger, rechter Verteidiger war Kanté und die Icons waren links Innenverteidiger und rechts Mittelfeld. Oh, hätte ich auch nicht genommen. Naja. Schade, ich habe bei dir nichts klicken gehört da drüben, okay. Ging schnell. Achso, du dachtest, Okay, Freunde, damit, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, ne? Leider nicht richtig was getroffen, schade. Mhm. Bin noch ein bisschen, gerade mir so ein bisschen schwindelig von der ersten Halbzeit, da war noch zu gut, ne? Checkt die Folge bei Tobago aus, ne? Und wir sind raus. Hey, Duxblüt! Tobago, letzte Worte. Ciao, wir sehen uns.